Herzlich willkommen zur nächsten Folge. So, letztes Mal genau hier aufgehört. Dann, ich glaube, das erste, was wir tun, ist erstmal was essen. Wir haben gar nichts mehr. Gut. In 12 Stunden ist die Schicht. Verstanden. Boah, Alter, wie das voll. Oh, not bad. Gut. Dann noch ein bisschen erholen. Wir brauchen noch ein bisschen Moral. Genau. Aber wichtig ist jetzt die Energie, die Arbeit. So, gib mir ein bisschen Moral, Katze. So. Ja. Also manchmal ist bei dem Spiel... manchmal ist bei dem Spiel so ein bisschen die Lautstärke immer ein bisschen unterschiedlich. Mal, wenn ich auf 70 mache, ist es genau perfekt, die Lautstärke, so wie jetzt. Manchmal auf einmal ist sie viel zu leise, dann muss ich sie wieder auf 70 stellen, so als wenn das immer ab und zu random ist. Auch interessant. Naja, gut. Gut. Kontrolle. Schon ein bisschen her, wo das Spiel an war. So. Wir haben noch ein Sandwich. Wir brauchen am besten noch zwei. Genau, und da haben wir nochmal Energie. Genau perfekt für die Polizeiarbeit. Wir müssen noch ein bisschen hier machen. Machen wir auch kurz. Zack, wunderschön. Dann fahren wir kostenlos Bus. Immer noch das geilste Geschenk überhaupt. Oh, ich brauche ein paar Sandwiches. Zack, zack. So, und in 5 Stunden haben wir das andere. Dann werde ich nochmal kurz hier reinschauen. Nur, um wieder auf dem neuesten Stand zu sein. Genau, das haben wir letztes Mal verloren. Das sollen wir nochmal gewinnen. Wieder einen Ghetto-Typen retten. Problem ist, ich glaube, das schaffen wir nicht jetzt, weil sonst gehen wir zu viel aufs Maul. Glaube ich jedenfalls. Wobei, wenn wir jetzt kämpfen, wir verlieren ein bisschen Leben und ein bisschen Ausdauer. Wenn wir dann in 5 Stunden zurück sind, können wir noch voll sein. Ich glaube, das lohnt sich noch. Ja, fuck it, machen wir. So, was ist denn jetzt hier passiert? In der Bar oder was? Hey, lass mich rein, ich will auch abhängen. Nö, das bringt nichts, okay. Überrede den Ghetto-Typen Apusladen. Achso, in Apusladen. Ah, alles klar, mein Fehler. Da habe ich das Kleingedruckte nicht gelesen. Gut, dass es kostenlos ist. Verdammt, schon wieder zu spät. Ich mache keine Witze, nimm deine verdammten Hände über den Kopf. Er hat keine Hände, ich verstehe, dass du nervös bist, aber bitte reißt dich zusammen. Lachst du mich etwa aus? Ich hau hier alles kurz und klein, kapiert? Gib mir das verdammte Geld. Ah, das ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Kauf dir dein verdammtes Brot und verschwinde. Ich versuche, diesen Laden auszurauben. Okay, klar, danke. Aber warum machst du das? Was? Fürs Geld? Willst du mich verarschen? Kannst du nicht einfach einen Job finden oder so? Hör auf mit deinem blöden positiven Denken, Mann. Du weißt doch gar nichts über mich. Bist du sicher? Ich weiß, dass du ein guter Mensch bist, der in Schwierigkeiten steckt. Hör zu, das Leben wirft uns um, das ist klar. Aber es ist unsere Entscheidung, ob wir wieder aufstehen oder nicht. Du meinst, du musst nicht gleich ein Leben, nee, einen Laden ausrauben, Alter, wenn du in Not bist. Es ist besser, um Hilfe zu bitten und seine Probleme selbst in die Hand zu nehmen. Jedenfalls besser als Gewalt. Verdammt nochmal, das ist so weise. Wer bist du, so eine Art Buddha? Hör mal, du sollst auf der richtigen Seite bleiben und anderen dabei helfen, es auch zu tun. Vor allem, weil es immer andere Menschen geben wird, die schon so oft darin stecken. Dass sie keine andere Wahl haben, als zu stehen. Aber du bist nicht so. Du... Come on. Bleib stehen. Nee, bleibt stehen, ihr kleinen Stinker. Ja, das ist ein Räuberüberfall. Ach, verdammt. Na gut. Dann wieder gegen die Dullis da machen wir. Gibt's irgendwas hier Neues, was ich noch nicht geskillt habe? Ja, rot und gelb. Ich mache erstmal gelb. Ist mir wichtiger. Oder wobei, rot wäre eigentlich leichter, ne? Ja. Aber die Energie ist auch wichtig zu sparen. Ne, erstmal machen wir rot. Machen wir das und wir machen... Er hat ausweichen, ne? Dann machen wir weniger ausweichen. Und wir machen... Genau das hier. So. Und dann würde ich sagen, auf da. Den ersten können wir so machen. Ganz genau. Hau ihn klein. Das ist nur ein kleiner Räuber. Nichts Besonderes. Ja. Da haben wir schon mal einen Punkt bekommen gerade. Und ihm die Initiative geklaut. Hammer geil. Da haben wir sogar weniger Damage genommen mit dem hier, weil es halt klaut. Cool.
Das haben wir. Jetzt kommt schon ein 947, verrückter Chat. Ah, das sind die aus der Anfängerliga. Ah, alles klar. Gut, da er so viel Boxen hat, machen wir natürlich das Gegenteil. Wir countern ihn. So, und dann nehmen wir noch. Was hat er denn? Blocken, genau. Genau, nehmen wir das Blockdurchdringung. Und wir nehmen dann nochmal den normalen Schlag. Genau. Gegen den sollte er reichen. Erstmal locker und danach ein bisschen heftiger, wenn es sein muss. Jawohl. Das wäre ein heftiger Schlag, der Initiative klauen würde. Boah, das wäre einfach eine Aktion weg. Zack. Und weiter geht's. So. So, ein bisschen Leben hat er noch. Wir haben auch kaum Energie. Das heißt, wir gehen kurz mal auf ein bisschen Regeneration. Kostet nämlich ordentlich Energie. Also, ein bisschen ruhiger die Runde anfangen. Oh ja, das kannst du ruhig machen. Das ist ein bisschen Schaden nur. Wir versuchen gerade sehr, sehr viel Ausdauer aus diesem Fight nochmal zu holen. Ja, das ist noch in Ordnung. Komm auch nicht nur noch angreifen. Ah, shit. Machen wir eine komplette Regenerationsrunde. Extra für den nächsten Fight, weil ich glaube, das übernimmt ja. Glaube, ich habe jetzt nicht drauf geachtet am Anfang der Runde. Ja, komm, machen wir einmal eine komplette Regenerationsrunde. Den kurz weg. Den kurz weg. Dann. Oh, das zieht, ne? Das zieht. Okay, müssen aufpassen. So, schöne Energie. Weil das Problem ist, obwohl wir nur einmal Schlagen reintun, haben wir nicht eine höhere Wahrscheinlichkeit auszusetzen. Zack, wir sind voll. So, mein Freund. Ups, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir sind voll. Das ist gut. Dann switch wieder hier hin. Und dann machen wir das hier weiter. Einer kann eigentlich weg davon. Genau. Angriff, Boy. Nee? Okay. Wunderschön. So. Ein bisschen noch geskillt. Ganz genau. So, der letzte. Der hat viel Ausdauer. Mhm. Die Schläge sind nicht so stark. Die Blöcke sind da. Aber das war's auch. Gut, dann würde ich sagen. Volle Pulle rein, oder? Die erste Runde direkt. Ja, mach mir einen dicken Tritt rein. Und rein da. Zack. Uppercut, Uppercut. Noch einer. Noch einer. Der tritt. Wunderschön, der hat auch gesessen. Ja, das ist in Ordnung. Zack, jetzt sind wir wieder dran. Der blockt echt viel. Die Sau. Alles klar. Haben wir es voll? Nicht ganz. Okay, pass auf. Dann machen wir eine Regeneration. Wo ist er denn? Da ist er. Noch eine. Und dann machen wir da aber zwei Tritte rein. Dann sollte das eigentlich passen. Auch von Energieverwertung. Ganz genau. Ganz genau. Ja, du kannst nicht alles blocken, Kumpel. Da kannst du nicht unendlich blocken, das geht nicht. Perfekt, das ist auch noch voll geworden. Nice, dankeschön. Verdammt noch eins, wir haben bekommen, was wir verdient haben. Und weg sind die. In der traditionellen Literatur triumphiert das Gute immer über das Böse. Vielleicht hätten wir das besser durchdenken sollen. Puh. Also, was denkst du jetzt? Dass dein Kampfstil einfach krass ist und dass das Böse scheiße ist und dass das Gute cool ist. Weißt du, ich habe nachgedacht. Ich will so sein wie du. Dann lass mich dir jemanden vorstellen. Hey Mick, dieser junge Mann möchte sich uns anschließen. Warum denn? Weil ich gesehen habe, wie er drei Typen nacheinander verprügelt hat. Er hatte überhaupt keine Angst, während ich mir in die Hose gemacht habe. Dann hast du ja gleich deine erste Lektion gelernt. Ein echter Kämpfer gibt nie zu, dass er Angst hat. Sogar wenn er sich in die Hose macht. Willkommen im Team, wir sehen uns bei der nächsten Trainingsschicht. Gut gemacht, Champion. Meinungswandler. Bis später. Und einen Erfolg bekommen. Auf den richtigen Weg bringen. So, wo geht das hier hin? Zeig mal kurz her. Ich brauche die Errungenschaften. Da komm, wo ist denn das hier? Die will ich nur kurz sehen. So, du hast einen jungen Geist inspiriert und er ist jetzt dein Schüler. Nice. Okay. Das wollte ich mir noch angucken. Dann. Wir haben noch 5 Stunden. Wir müssen unbedingt Rot wieder hochballern. Aber nee. Grün ist wichtiger. Oder habe ich eines, was doppelt macht? Hier macht's alles. Fuck.
Okay. Machen wir ein bisschen Reckstange. Aber, nee, können wir nicht. Schon wieder zu gefährlich, einfach. Wir müssen noch ein bisschen pennen. Das wird nämlich aber nicht Zeit wegnehmen. Wie wir sehen. Oh, was ist denn da? Adrian, okay, Sonny. Hallo. Hast du die Wettervorhersage für heute gehört? Weißt du von den elektromagnetischen Stürmen? Nö, tut mir leid, aus irgendeinem Grund habe ich das alles verpasst. Hast schon wieder Schlafprobleme. Das kannst du dir nicht vorstellen. Die Ohrstöpsel haben überhaupt nicht funktioniert und die Bonbons auch nicht. Vielleicht sollst du uns... du sie beide zusammen ausprobieren. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass der Mond im Steinbock steht und der Mars wieder mit dem Jupiter in einer Linie steht. Es liegt heute definitiv Energie in der Luft, spürst du sie nicht? Davon verstehe ich nichts. Vielleicht hast du zu viele Horoskope gelesen. Na klar, lacht die arme Frau einfach aus. Und die Tatsache, dass von Venus in der dritten Phase ist, zeigt deutlich, dass... Tut mir leid, ich habe heute sehr viel zu tun. Tschüss. Die Ohrstöpsel helfen nicht. Gut, das heißt, wir müssen ab und noch mehr fragen oder einen Arzt holen. Einen Arzt oder noch stärkere Mittel. Ja. Gut, dann habe ich eine Idee. Pass auf. Wir gehen erstmal in den Apusladen. Wir kaufen trotzdem mal die Bonschen. Vielleicht sind das die Dinger und die erinnert dich nur. Vielleicht mache ich einen Fehler. Machen wir so. So. Dann ist es schon voll. 20 Tage Ruhe. Hoffentlich. Das ist auch voll. Gut. Dann kaufen wir uns noch das Essen, wenn wir hier schon sind. So. Mehr geht nicht. Mein Kühlschrank ist, weil er so klein ist, schon so voll, oder was? Ah ne, der Rest ist ja in die Taschen. Stimmt. Genau. Ein bisschen schade, dass man nicht auswählen kann, ob doch in den Kühlschrank oder nicht. Dass man eine Entscheidung hat. Dass man es oder aus dem Kühlschrank nehmen kann zum Mitnehmen, wenn man Platz hat. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach zur Polizei. Wir haben nämlich einen Dienst. Gut. Ich finde es schade, dass man wahrscheinlich nicht Karten spielen kann. Schade. Okay, pass auf. Dann machen wir mal Mini-Training. Grün und Rot, ganz kurz, ne? Ah, die 5. Als wenn. Die Hacke, na. Ey, das ist so gemein. Ich kann die 5 nicht kriegen. Na gut. Machen wir ein bisschen Soziales, aber nur ganz leicht. Es geht so wenig rauf, ey. So 70 sollte reichen, ey. Die wollen immer zu viel Karten spielen. Die faulen Säcke. Ich muss hier arbeiten. Einfach weitermachen. Boah, das wird knapp, du. Das wird knapp. Okay, pass auf, gib mir ein Sandwich. Noch eine Streife schaffe ich. Ich hoffe, wir kriegen echt bald bessere Arbeitseffizienz, dass wir mehr schaffen oder schneller. Für die gleiche Zeit. Gut, dann machen wir noch Papierkram. Und zum Abschluss können wir vielleicht Soziales machen. Werden wir überhaupt schaffen. Es geht halt zu wenig. Gut, geschafft ist es. So, Jungs. Ein bisschen Kartenspielen können wir noch zum Feierabend. Aber halt sehr wenig. 214. Da komme ich echt nicht hinterher, ey. Gut. Kann ich nicht euch irgendwie ein Ausgeben oder so? Dass man dadurch irgendwie die Hälfte direkt voll machen kann. Geld habe ich, Zeit nicht. Das ist ja das Problem. Gut, haben wir hier noch irgendwelche Pünktchen gemacht? Nee, überhaupt nicht. Was fehlte dann letztes Mal? Genau, noch einer. Das letzte hatten wir ja voll, ne? Genau. Ja, da fehlt noch was, da fehlt noch was. Und hier haben wir 130, aber davon können wir uns nichts leisten. Deswegen machen wir den Fight. Gut. Fight in einem Tag. Das kommt ja gegen Rorschach denn. Oh, Alter, das wird echt heftig. Deswegen sollten wir gut trainieren. Bevor ich Silver helfe, werde ich erstmal, wer ist das, trainieren. Was hier? Die zweite Division der Profiliga gewinnen. Ah, alles klar. Und dann kommt die erste und dann wahrscheinlich die Superliga oder so. Okay, einverstanden. Dann gehen wir mal zu Mix altes Haus.
einmal nochmal nachtrainieren. Und dann würde ich sagen, genau. Ich versuche das mal auf 15 zu machen, einfach nur aus dem Grund, dass ich dann auch die ersten Skills kaufen kann für einen Boxfight-Stil, falls nötig. So. Dann was essen. Ausruhen. Einmal streichen. Die Moral nehmen wir mit. Sehe ich aus, als hätte ich Glück. Nee. Meinungswandler. Das wollen wir uns noch gleich durchlesen. Polizei. Polizei. Genau. Wir sind in Thailand. Polizeidienst verfügbar. Nein. Oh Mann, wenn man echt so ein. Wenn die Zunge immer wieder aufgibt beim Sprechen, ey, kriegst du auch die besten Wörter raus. So, wo war denn der Skill? Da. Warum Läden ausräumen, wenn man ins Fitnessstudio gehen kann? Ein weiterer Schüler für Mix Fitnessstudio. Und meins natürlich. Nicht nur Mix. So. Moral ist voll. Das ist voll. Dann würde ich sagen, weiter trainieren. Heftig, wir müssen echt bis zu dem Fight eigentlich voll haben. Vielleicht hilft ja die Stärke. Dann müssen wir halt die Fight-Stile umändern. Okay. 4 Stunden ist der Fight und dann habe ich noch Restzeit. Nicht vergessen. Ein bisschen Restzeit ist dann noch. Das machst du schön, das machst du sehr gut. Ah, du hast Hunger. Mal wieder. Was nicht verwerflich ist, wenn man sich so doll anstrengt. Also, weiter geht's. Kampf ist jetzt verfügbar. Wie viele Stunden habe ich noch? 4. Ich brauche allein dafür wahrscheinlich 2 Stunden. Dann machen wir noch ein bisschen. Perfekt. Und dann nutzen wir noch die Zeit für ein Schläfchen. Oder doch nicht 2 Stunden. Junge, Junge, Junge. Das war knapp. Das war richtig knapp. Ich brauche den Trank. Kobo, schnell. Ich brauche mein Serum. Damit ich ein bisschen mehr Ausdauer habe. Danke dafür. Dann nehmen wir den direkt rein. Und wir kaufen noch einmal ein Sandwich. Und dann rein da. So, ich bin bereit. Gut. Taktik. Was für eine Taktik gehen wir gegen den? Also, für lange Kämpfe und schwere Schläge gegen Gegner, der sich nicht verteidigt. Okay. Stelle zu Beginn der Angriffsphase etwas Energie wieder her. Ich bin dran. Erhöht den unverteidigten Schaden. Okay. Erhöht die Blockeffektivität für ihn. Wenn du unter 20% Energie bist, kosten deine Angriffe 50% weniger Energie. Gut, also bringt es theoretisch nichts, ihn auf Low Ausdauer zu bringen, außer dafür. Aber theoretisch müsste er ja irgendwann verlieren. Das heißt, wenn wir ausrechnen, er hat 17 Stufe, ne? Dann kann er das ja nur 2, 4, 6, 8. 8 verliert er schon in der ersten Runde. Dann hat er hier noch welche, das sind schon 10. 12. Genau. 12, ja, Ausdauer oder Ausdauerstufen, Tonusstufe verliert er direkt. Und dann hat er nur noch 5 Stück. Genau. Das heißt, er kann dann in der nächsten Runde von diesen Skills eigentlich nur noch zweimal den Block oder zweimal den Angriff benutzen. Er muss dann auf den Standard Ausdauerfähigkeiten gehen. Weil er hat dann nichts mehr. Man kann ja auch nicht regenerieren, den Tonus. Und der Rest ist einfach nur normale Energie. Das heißt, ich muss ihn zwingen oder eine Runde überleben, dass er seinen Tonus verbraucht und danach kann ich mehr in den Angriff gehen. Ich glaube, so klingt es am besten. Genau. So würde ich sagen, ja. Das heißt, wir machen das so. Ausweichen? Noch nicht, nee. Wir machen auch Ausdauer-Gameplay. Aber wir wollen nur die Runde überstehen. Das bedeutet, wir geben ihn einmal weniger Blocks. Ausweichen tut er nicht. Und zurückzudrängen. Aber ich glaube, ich dränge ihn jetzt nicht zurück, deswegen werde ich es nicht nehmen. Das ist nur Ausdauer. Wegschmeißerei. Genau. Haben wir noch irgendwas Cooles? Nee, der lohnt sich noch nicht. Gut, gehen wir einfach erste Runde so rein. Wird schon passen. Und dann gib ihm. Oh ja.
Stück für Stück. Oh, da ging ein Schlag durch. Noch einer. Jawohl. Oh, der Damage. Oh, der Damage. Das ist echt gemein, ey. Den Damage, der unverteidigt ist, steigt. Gut. Oder willst du mir sagen, die haben keinen Tonus? Eigentlich dürfte er das gar nicht mehr benutzen. Boah, never. Willst du mir ehrlich erzählen, die Gegner haben keine Tonusleiste? Das ist gemein. Ja, was soll ich denn dagegen machen? Der hat mir so viel Energie gerade geklaut, bis zum Gegner, weil genau nach einem erfolgreichen Block verlierst du Energie. Na gut, dann machen wir halt so. Und dann rauf da. Was soll ich da machen? Gut. Machen wir unser Bestes, wa? Jetzt kommen die starken Angriffe. Jawohl. Der geht durch. Jawohl. Jawohl. Da verliert er die Energie. Das kann er nämlich nicht umgehen. Nur, dass die Schläge weniger kosten. Zack. Jawohl, Junge. Jawohl. So, jetzt hat er geswitcht. Aber immer noch alles, was er will. Kein Tonus minus. Okay, pass auf dann. Switch auf normalen harten Block. Genau. Und dann regenerieren wir mal die Runde. Aber ordentlich. Und dann würde ich sagen, all in. Genau. Ich lasse ihn die ganze Zeit angreifen. Jawohl. Damit er keine Energie mehr hat. Und wir holen uns die ganze Energieleiste. Jawohl, Junge. Sehr schön machst du das. Zack. Time to shine. Oh lol, wir regenerieren doch in jeder Runde. Okay, oder habe ich es übersehen? Eiserner Vorhang, obwohl wir es nicht unbedingt brauchen, aber es zieht ordentlich. Und dann zurückdrängen, scheiß auf. Volle Pulle, Action. Zack, oh Alter, ich dachte gerade die ganze Leiste ist weggegangen. Boah, jetzt ballert er richtig rein. Junge, Junge, Junge. Okay, noch ein ungeblockter Uppercut und dann ist er down. Wunderschön. Da muss man einfach echt mit Wucht rein. Der Typ hat echt so einen starken defensiven Build, ey. Boah, da brauchst du eigentlich den Boxer-Stil, um das zu umgehen. 100%. Und auch Effekte, die sagen, bei jedem Treffer oder geblockten Damage ist der nächste nicht mehr geblockt oder so. Heftig. Stark. Gewonnen. Da bin ich zufrieden. Und da haben wir ihn auch überholt. Danke, nice. Aber der Fight gegen den ist echt schon knapp, sogar mit Trank. Weil er halt gleiche Stile und er hat einen Vorteil, weil er eine bessere Strategie hat als ich. Und natürlich, guck mal, wie viele Blocks, ey. Also das ist garantiert dafür. Plus er hat auch keinen Tonus, unfair. Dafür haben wir aber jetzt Punkte. Gut, welchen holen wir uns denn? Welchen holen wir uns denn? Superman-Schlag könnte ich mir holen und Folter rein. Kampfst du dir darauf ausgerichtet, den Gegner zu erschöpfen? Oh, das klingt so schön. Aber ich brauche den Grappler. Ich brauche unbedingt den Grappler. Nice one. Tritt in die Rippen. Ja, das klingt nicht schlecht. Das klingt nicht schlecht. Haben wir sonst noch irgendwas Besseres? Eine gerade Kniezerstörer. Auf einen erfolgreichen Block um 10%. Oh, das klingt gut. Der Rest brauche ich erstmal nicht. Genau, und hier haben wir alles voll. Kontrolliere gerne mal dreifach doppelt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal fallen stellen. Wir brauchen unbedingt den Grappler. Obwohl das natürlich viel, viel besser wäre, aber ich kann es sowieso nicht kaufen. Aber den Superman-Schlag könnte ich kaufen. Kostet nur einen Ausdauer. Der Schaden dieses Schlags wird erhöht, indem du das Bein beim Schlagen nach hinten wirfst. Okay. Kostet zwei Initiative. Dafür kostet es aber nur einen Tonus. Was richtig gut ist. Heißt, oder ich hole mir 2 oder ich hole mir 1-1. Aber dafür habe ich einen sehr starken Schlag. Also wirklich sehr starken Schlag. Und er kostet nur 1 statt 2. Das lohnt sich sowas von. Holy shit, aber ich will Fallensteller haben. Aber eigentlich, also eigentlich will ich nicht Fallensteller haben, sondern ich will eigentlich das hier haben. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert, dass wenn man nach hinten geht. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel kaufe, ob es danach da geht. Finden wir es raus, Fugget. Kaufen. Da haben wir noch einen guten leichten Schlag, der nicht so viel Ausdauer kostet. Nur Tonus. Und dann holen wir jetzt Feinsteller.
Ah, hier steht das. Oh, junge Spartaner. Kampfstil, der sich darauf konzentriert, den Gegner in die Seile zu zwingen und jeden Fehler zu bestrafen. Was haben wir? Schilde hoch. Boah, Junge, Alter, ey. Stelle zu Beginn der Verteidigungsphase etwas Energie wieder her. Geilo. Lange Arme. Verringert die Chancen des Gegners auszuweichen, Alter. Ruffy, oder was? Gute Reflexe. Erhöht die Chance auf einen erfolgreichen Block. Das klingt gut. Zonenkontrolle. Der Gegner gibt eine Initiative mehr aus, wenn er ausweicht. Das ist extra gegen Blau und Boxer. Die Schwäche wegmachen von diesem Stil. Oh, das ist echt gut. Boah. Nehmen wir. Geilo. Jetzt haben wir einen neuen Stil, denn wir können jetzt natürlich schön auswählen, was wir wollen. Richtig? Genau. Boah, das ist gefährlich hier. Irgendwann sind hier gefühlt 10 Millionen Stile drin. Aber das bedeutet, was kann man sagen? Wann sollte ich den hier benutzen? Mehr Energie zwischen den Runden. Der Schaden wird erhöht, wenn er niederfällt. Erfolgreiche Chance zu blocken und die Effektivität beim Blocken. Und das macht Energie bei der Verteidigungsphase, also nicht im Angriff, nur in der Verteidigung. Verringert die Chancen des Gegners auszuweichen. Erhöht die Chance auf einen erfolgreichen Block. Wahrscheinlich höher als das andere, dafür aber keine Effektivität. Aber er zwingt ihn mehr, eine Initiative auszugeben, wenn er ausweicht. Was richtig gut ist. Na gut, einverstanden. Wir sehen schon, alleine schon, dass wir nur mehr Punktflächen zur Verteilung haben, ist geiler. Alter Schwede, ist das gut. Was passiert denn, wenn man Minus geht? Das verstehe ich jetzt nicht. Alles kostet zu viel. Okay, pass auf, machen wir erstmal den normalen... Nee, falsch, war falsch. Den normalen Block. Und theoretisch könnten wir sogar eigentlich hier sogar vielleicht so einen anderen hinmachen. Aber wir haben noch keinen anderen. Schade, ich wünsche ich jetzt so wie ein Ausweichen da oben hier drin. Gut. Wir wollen ihn in die Seile zwingen. Okay, gut, dann machen wir das so. Zurückdrängen und... zu durchdringen, genau. Das ist das perfekte, der perfekte Kampfstil gerade für uns. In dem Abteil. Aber ich glaube, den nehmen wir nur gegen Ausweicher oder allgemein. Falls er wirklich besser ist als der. Ich werde es noch prüfen. Wir werden es dann sehen. Und dann wissen wir Bescheid. Gut, jetzt haben wir die Taktik fertig. Und dann können wir eigentlich wieder ein bisschen hochbuffen. Weil wir sind komplett am Boden, ey. Holy shit. Ich will nur noch Blau auf 21 kriegen, muss ich ehrlich zugeben, ne? Ich will einfach nur den letzten Initiativpunkt haben. Und dann kann Blau bei mir liegen bleiben, so viel es will. Rot ist gerade auch nicht so wichtig, weil es klaut mir sonst zu viel Energie, muss ich sagen. Weil meine scalen nicht so gut mit Rot. Ja, ich glaube, die scalen gar nicht mit Rot, ne? Deswegen ist das sogar ein Minus für mich. Genau. 25% mit Rot, das wollen wir ja nicht. Dann hier nur 20%, das heißt, wir kriegen nicht mal viel Damage dafür. Und der Rest ist auch Müll. Genau. Nix scaled damit. Auch die Ausdauerkosten nicht, außer das hier zum Beispiel 60. Deswegen muss man aufpassen, was man hier nimmt. Oder wie man skillt. Also ich glaube 15 ist gut. Wir haben eine gute HP-Leiste, würde ich sagen. Die uns tanky genug macht, weil wir auch gut blocken. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen Initiativpunkt für mehr Initiative sozusagen. Und dann komplett auf grün. Bis wir das auf 30 haben. Und dann können wir vielleicht einmal umstimmen und sagen, okay, jetzt kommt, keine Ahnung, Geschicklichkeit. Damit wir einfach, was auch immer, vielleicht geht ja noch mehr da rein. Ja. Ansonsten brauchen wir gar nicht mehr höher gehen mit HP. Also vielleicht Stärke irgendwann, wenn man genug Ausdauer hat, für einfach nur HP. Aber ansonsten brauchen wir Initiative gar nicht mehr so viel. Außer natürlich für Allrounder-Build. Weil ich will natürlich alles irgendwann auf 30 haben, damit ich jeden Skill haben kann. Aber ansonsten, ja, haben wir eigentlich alles. Scheiße, da habe ich ein bisschen zu viel gefressen. Petzack. Trainer, wir sind bereit. Jawohl. Jungs. Lass mich mal kurz nur einen Trank nehmen. So. Gut. Dann würde ich sagen, rein in den Speck und gib ihm. Ah, der ist jetzt in. Sehr schön. Jawohl, Jungs. So, eine Leiste machen wir noch. Danach machen wir eine Übung zusammen. Nee, erstmal reden. Jungs, alle hinsetzen. So. Kurz eine Pause. So, und jetzt geht's weiter. Schön hustlen. So, ich würde sagen, wir fangen mit dem Spin-Koffer an.
Der gibt uns 25%. Jawohl, Junge. Pass auf, nicht die Gewichte da treffen, sonst hast du erstmal schön Knöchel. So, sonst haben wir hier nichts mehr, was uns eigentlich was bringt, außer Moralerhöhung. Erfrischt, genau. Aber wir haben keinen Boost. Deswegen machen wir das ja auch nicht. So, Jungs, weiter trainieren. Ich find's halt voll geil, wie ich dadurch auch erschöpft bin. Obwohl ich nicht so viel mache, im Sinne von außer natürlich aufpassen. Und natürlich leiten. Aber es wäre cool, wenn ich mittrainieren würde. Lasst mich mal kurz was essen. Und weiter ran da. Boah, ich glaube, ich schaffe sogar den Geldbonus. Jawohl, Junge. Bonus 100. Rich, rich, Junge. Geilo. Das hat mir gefallen. Ich kann mich einschreiben. Gegen wen will ich kämpfen? Will ich Geld machen? Wie viel kriege ich denn? 137. Will. Trendy Man. Uiuiui. Okay, was haben wir hier? Also, den Skorpionstil. Zwischen den Runden mehr Energie wiederherstellen, das kann ich ihm klauen. Verringert die Wirksamkeit gegnerischer Blöcke, also will er mich countern. Verringert die Chance, dass der Gegner blockt. Achso, die Wirksamkeit und das Blocken, okay. Wenn du in den Seilen hängst, stoßen deine Angriffe in den Gegner zurück. Ah, damit er weiter ausweichen kann. Ah, okay, okay. Das kannst du aber auch nur machen, solange du die Energie hast, Kumpel. Du hast nicht so viel Ausdauer, also kann ich die auch schnell genug klauen. Ein einfacher und effektiver Schlag auf den Körper. Ja, macht nicht so viel Schaden. Kostet einen Tonus und einen Initiativpunkt, mehr nicht. Dann haben wir noch den hier. Solarplexus, alles klar. Ein bisschen mehr Damage. Und dann haben wir natürlich dreimal Ausweichen. So, zurückzukehren. Ausweichmodifikator. Erfolgreiches Ausweichen stellt eine Initiative wieder her. Im Endeffekt heißt das, er weicht aus und kriegt einen zurück, also kostenlos. Ein bisschen broken, das so früh zu haben. Holy shit, kostet zwar Energie, was vielleicht seine Schwäche ist, aber trotzdem. Wirft den Gegner mit einer Chance von 65% zurück. Willst du mich verarschen? Holy shit. Okay, der Typi... Der kann was anscheinend, der kann was auf jeden Fall. Ja, aber wir testen es ran. Ich will und ich bezahle. Gut. Wir müssen ja vorankommen. Also muss man sich auch den Gefahren stellen. Nur so wächst man. Versuchen wir es mal. Schön den Trank nehmen, uns hochbuffen und dann gib ihm. Wir haben jetzt einen neuen Kampfstil. Mal gucken. Vielleicht hilft er uns. Genau gegen den Typen zu überleben. Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr stark, dass der Kampfstil gut ist. Ansonsten müssen wir uns halt auf den Folterer hochscalen. Weil der ist dann richtig gut. Einmal was snacken noch. Das sollte dann reichen. So. Wir müssen immer noch das ein bisschen hochscalen. Leider. Die Polizeiarbeit kommt schon wieder. So, da haben wir es. Die Kämpfe kosten sehr viel, dass man immer wieder Tonus macht, dass man so ein bisschen in der Schleife leicht drin ist. Muss man natürlich schön aufpassen damit. So, geben wir mal den Schleim. Besser als das gibt's gerade nicht. Ah, warte, war die Katze gelb? Ich habe nicht geprüft. Nee, war sie nicht. Okay. Weil ich habe gerade ein bisschen wenig Moral. Was könnte ich denn machen? Also, kurze Überlegung. Wir brauchen... Einmal kurz gucken, ob er was anbietet. So, Grisha, was hast du denn? Hast du irgendwas Gutes zu verkaufen? Nee, gar nicht, ne? Außer einen Quast trinken. Komm. Nehme ich mit. Kann ich auch mal ein bisschen Peterski essen, statt nur Schleim-Sandwich. Muss ja auch nicht immer sein, ne? So, dann gehen wir kurz nach Hause. Einmal prüfen, ist sie in Ordnung? Kurz mit ihr reden. Werden noch mein Ende sein. Okay. Vielleicht kann ich ja... irgendwas kaufen. Nee, ich glaube hier nicht. Warte mal, steht der gerade 15? 15, ja. Ich guck mal gleich bei Mick, ob da 30 steht, weil dann ist ja hier schneller sogar als da hinten. Da haben wir ja sogar einen Vorteil hier. Dann müssen wir ja hier essen und da trainieren, statt da beides zu machen. The fuck? Okay. Eine neue Kassette haben wir ja noch nicht, ne? Aber ich prüfe mal trotzdem. Nee, leider nicht. Der letzte Film fehlt. Mick muss mir den geben, unbedingt. Gut, ansonsten haben wir ja sowieso nichts. Genau, gar nichts. Außer mit Silver.
Ja, komm. Nee, geschlossen. Arschkarte. Na gut. Dann würde ich sagen, trainieren wir da hinten und dann zur Polizei einmal arbeiten gehen. Ich würde gerne ein bisschen investieren, muss ich ehrlich zugeben. Das wäre nice. So, ein bisschen drauf machen. Und dann auch volle Energie, 100% alles. Okay, also wenn so ein Schnippel fehlt, sind das 20 Minuten. Aber nur bei dem Schnippel, okay. So, den essen wir jetzt schon. Auf zur Polizei. Hätte ich zu Fuß gehen können eigentlich, damit die Zeit vergeht. Ich hoffe, ich kriege bald eine Belohnung hier, dass ich irgendwie nicht so hart arbeiten muss. Und dafür dann irgendwie mehr davon. Ach, echt schade. Aber wir haben gerade richtig gut Kohle gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Langsam ist das Geldproblem weg, bis jetzt. Die Frage ist, was kommt noch? Come on. Hey, der schreit zu lange, das ist voll gemein. Okay. Kurz sozialisieren wieder. Aber nur ganz kurz. 60 reicht. Wir müssen nicht der beliebteste sein, nur fleißig genug. So. Einfach weitergehen. Und dann gleich nochmal ein bisschen was essen. Gib mir mal sowas hier. Sowas hier. Und sowas hier. Schön bei der Arbeit ein bisschen saufen. Wobei Quass ist ja nicht Bier. Das ist ja Malzbier, könnte man sagen. Auf jeden Fall alkoholfrei, glaube ich so. Oder was auch ist. Ich muss mal nachgoogeln. Ich wusste das mal. Ich habe es nur vergessen, ey. Gut. Dann machen wir noch kurz Papierkram. Und dann ein bisschen noch Karten, hoffentlich. Come on. Okay, alles klar. Nein, nix, alles klar. Wir schaffen es nicht. Scheiße, die waren dann da. Hat echt so ein Schnibbel gefehlt. Ich hätte doch die Patrouille machen müssen. Jetzt ist auch sozial schlecht. So, jetzt können wir sich wieder beschweren. So, das überspringen wir. Wir sehen uns bei der nächsten Schicht. Ja, genau. Nächsten Schicht. Ja, das war nicht gut, ne? Hat echt ein Schnibbel gefehlt, aber das ist echt schwer. Wenn du nur ein bisschen hier bei den Typis sitzt, immer wieder, dann verkackst du es. Also musst du gefühlt eine Schicht hasseln, damit sich das resettet. Und dann musst du einmal wieder voll sozial reinballern, weil ich weiß nicht, ob das wirklich ein großes Minus hat. Aber ich versuche es halt oben zu halten, wenn möglich. Naja. Nicht so geil gelaufen. Schade. Gut. Können wir zu Silver? Wir können zu Silver. Das machen wir aber noch nicht, denn ich gehe erstmal zur Bobo, mache meine Werte voll. Ich glaube, wir versuchen mal seit längerem nicht mehr zu schlafen. Mal gucken, was passiert. Also kaufen. Wir fangen damit erst an. Ja, fast voll. Reicht schon. Snaggen. Ja, passt schon. Nehmen wir noch ein Brot. Und auf zu Silvers Halle. Gut. Leute wie dich, Durak. Ist aber beleidigend. Russisch ist keine sehr musikalische Sprache. Polizei, bitte hilft mir. Bleib sofort stehen, du Kriminalarschloch. So. Der Rückfight. Dann wollen wir mal, ne? Was haben wir denn hier? Steht zu Beginn der Runde Gesundheit her. Verringert den Niederschlagschaden. Unverteidigter Schaden wird um 2 reduziert. Und er weicht immer aus. Okay, pass auf, dann ist es simpel. Die erste Runde ist aushalten. Ganz simpel. Auch nicht so viel Tonus verschwenden. Wo ist der normale Schlag? Bitteschön. So. Genau. Zurückdrängen. Ja, ich werde ihn sowieso, glaube ich, nicht treffen, ne? Also können wir sogar extra so gehen. Genau. Der kann ja nur so lange das haben, solange er alles voll hat. Dass ich greife ein bisschen an. Blocken tut er eh nicht. Okay. Dann hat die Chance, das ist doch schön. Dann reicht das so. Auf da. So, einfach sehr viel Ausdauer ziehen, dann kann er das nicht mehr usen. Guck mal, ich habe sogar getroffen durch meinen Debuff, obwohl er 100% ausweichen sollte. Lol, ist das krank.
Tja, und das ist der Counter gegen jemanden, der 100% ausweichen kann, aber wenn er bei den Seilen ist, kann er nicht mehr ausweichen. Komplett busted. Ich glaube, ich bin sogar stark genug, den einfach so zu besiegen. Vermute ich mal. Oh. Greif ihn an, jawohl, zu den Seilen. Ganz genau. Ich glaube, Tritte haben mehr Rückschlag wahrscheinlich. Das ist der Vorteil. Jawohl, schön auf die Leber. Tja, der alte Mann kann bald nicht mehr. Und dann ist Ende Gelände. So, Kumpel. Angriff, Angriff, Angriff. Zack. 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 Yep. Und ab jetzt beginnt es. Gut, jetzt hat er gar nichts mehr. Das war's für ihn. Ich würde sagen, eigentlich volle Pulle rauf da, wa? Das ist schon die vierte Runde. Okay, jetzt müssen wir Gas geben. Machen wir so. Und wir machen dann... Leider gibt es hier kein 8+. Das finde ich ein bisschen traurig, dass die Offensive ein Plus gibt, aber die Defensive nicht. Obwohl du es extra so machst. Hm. Naja gut, dann mache ich glaube ich vielleicht so. Der Gegner verliert die Initiative, damit ich ja früher dran war. Hm. Ja, dann lassen wir das mal so. Ich glaube das... Ich weiß nicht, ob ich das überlebe so, aber... Zur Not machen wir eine Runde aushalten. Sollte glaube ich klappen. Nee, mach mir lieber so. Ich traue mich nicht, ey. Achso, da oben sind die letzten. Cool. Da traue ich mich nicht so, dass das auf einmal nicht reicht und auf einmal kann ich nur aufs Maul. Zack, Junge. Schönes Knie. Oh, der muss regenerieren. Jawohl, jawohl. Oh, jetzt ist er wieder full back in oder was? Okay, alles klar. Läuft bei ihm, aber ich bleibe bei meiner Taktik, die funktioniert perfekt gerade. Außer wenn er so natürlich schlägt, dann nicht mehr. Aber jetzt will ich ausdauern. Und Platz. So, das war's mit Ausweichen. Wunderschön. Das war richtig Muay Thai oder Karate-mäßig dreimal, ey. Wie Van Damme in seinen Filmen früher, ey. Dreimal hintereinander. Cool. Nice. Oh nein, mein Stolz ist verletzt. Das ist die Faustregel in der Aktion. Du hast verloren, jetzt kannst du mit deinen... Forderung zur Hölle fahren. Undeutliches russisches Fluchen. Alles klar. Lass uns hier verschwinden, Junge. In Silvers Fitnessstudio ist alles geregelt, Sir. Gut gemacht, Wachtmeister. Und jetzt zu meinem Lieblingsteil des Falles. Gibt es noch mehr? Den Papierkram natürlich. Oh. Was? Nein. Warte doch. Oh ja, mein Sohn. Der Papierkram verlässt sich nicht von selbst. Ich habe aber auch ein paar gute Nachrichten für dich. Jetzt, wo du mehr Erfahrung im Job hast, wird der Papierkram schneller gehen. Viel Spaß damit. Oh, finally. Freigeschaltet. So, was habe ich freigeschaltet für den Erfolg? Keine Klingen in der Turnhalle. Du hast dich als Polizist bewährt und du wirst jetzt besser im Papierkram sein. Na Gott sei Dank. Also ist sogar Papierkram vielleicht genauso gut wie da, aber nicht so fordernd. Außer für die Moral. Okay. Die Faustregel in Aktion, neuer Buff. Komm, gucken wir uns das mal an. Die Polizei hat ein merkwürdiges Verständnis von Gerechtigkeit, aber der Papierkram wird jetzt schneller gehen. Ja, easy. Gut, dann haben wir das geregelt. Das ist auf Hälfte schon hoch. Das gefällt mir. Und ja. Soweit gut vorangekommen. Komm, wollen wir die Witze anmachen? Ach komm, machen wir die Witze anfangen. Ein neuer Witz wurde empfangen. Komm, gib her. Guten Morgen, hier spricht die Keck. LOL-Software. Willst du kein Muttersöhnchen mehr sein? Dann zieh doch bei deinem Vater ein. Du hast keinen Vater? Ups. Boah, der war dreckig. Der war richtig böse. Junge, 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 ey. Man merkt schon, warum die Keck-Software heißt, ey. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier raus. Das haben wir jetzt geregelt, alles klar. Dann Essen, ein bisschen nachkaufen. Wir haben so viel Geld, ey, wirklich, das ist unnormal, gerade noch. Frage ist natürlich, wie lange hält sich das, aber wir kommen nicht unter 700 und ich glaube, es wird immer mehr, weil unser Training oder Fitnessstudio gerade richtig gut boomt, kriege ich schön viel Kohle, also wirklich gut Kohle. Und ja, Polizei klaut mir so ein bisschen gerade, ja, die Zeit, die wäre woanders besser. Aber man kann ja nicht alles haben, ne?
Aber ich snack jetzt einen davon, weil ich mache mich jetzt damit voll pumpen. Ich habe nämlich keinen Bock, pennen zu gehen. Deswegen machen wir das einfach so. Zack. Und dann kaufen wir noch einen davon. Als Safety. Und dann würde ich sagen, muss ich mal gucken. Ich würde gerne nochmal in den Nachtclub reingehen. Oder in Dings, wie heißt das? Genau. In den Club. Oh mein Gott. So, ich glaube, hier ist sowieso nichts los, war. Nichts Neues, gar nichts. Ich frag mich, wer das. Ist das Spock oder was? Aber der ist so eine komische Mortal Kombat-Schürze an oder Rüstung. Wer ist das? Vielleicht weiß es ja einer von euch. Oder einfach nur so random Barkeeper, der einfach so da aussieht. Also er sieht natürlich so aus mit der Brille wie er, ne? Also Spock ist das nicht, der müsste ja längere Ohren haben. Ja, ansonsten haben wir echt nichts. Gut. Also nichts Neues. Dann würde ich sagen, einfach trainieren. Ist das Beste, was wir machen können. Ich gehe nochmal in den Turm. Vielleicht hat der Typ hier für mich ein paar Aufträge wieder zum Ausliefern. Wenn ja, wäre das schön. Aber wir haben ja eigentlich das für ihn schon erledigt. Und wir haben die Busfahrkarte bekommen. Immer noch das geilste Geschenk im ganzen Spiel. So viel Geld sparen dadurch. Einfach nice. Er hört nie auf mich. Ja, da ist das Problem. So, ansonsten haben wir nichts zu trainieren. Ist das Beste, was wir machen können. So müssen wir die Zeit überbrücken. Das machen wir auf 21. Und dann versuchen wir blau auf 21 zu machen. Ich glaube, dann sind wir nämlich gut unterwegs. So, ballern wir durch. Und dann haben wir schon unseren Fight. Und dann müssen wir wieder das eine Sprühzeug holen. Dann sollte es passen. Ich glaube, ich muss Geld ausgeben, ein bisschen. Ich mache, glaube ich, blau zuerst ausgeben, die eine Software. Mach das schnell auf 21, kauf dann wieder grün und dann baller ich durch. Ich glaube, besser als das geht nicht, der Plan. Hätte ich zwar jetzt schon nutzen können und auch sollen wahrscheinlich, aber naja, dann ist das so halt. Ein neuer Witz wurde empfangen. Ja, komm, gib her, Junge. Guten Morgen. Das wissen nicht viele Leute, aber laut Horoskop ist Sub-Zero Skorpion. Einen schönen Tag noch. Alles klar. Okay, ich frage mich echt, was noch für Witze da kommen werden, ey. Stell dir vor, das sind so 900 verschiedene Stück, damit man bloß nicht langweilig wird hier in dem Spiel. Gut, die Hälfte voll werden. Ich glaube, wir werden schon 5 Stunden brauchen oder so. Das heißt, wir machen noch ein bisschen, dass es genau auf 21 ist. Für mehr Regeneration und allgemein. Come on, come on. Jawohl. Da bin ich zufrieden. Dann machen wir die Energie erstmal voll. Und dann nur noch ein bisschen. Und da kommt schon der Fight. Und da bin ich gespannt, ob ich das damit schaffe. Gut. Ja, machen wir jetzt schon mal ein bisschen blau. Aber wir brauchen noch den Trank, ne? Genau, wir brauchen noch den Trank. Ein Sandwich ballern wir uns rein. Aber wir machen uns jetzt mal ein bisschen kaputt. Und dann machen wir den Sandwich. Alles klar. Melania Buff brauchen wir unbedingt. Wie gesagt, gib mir ein Telefon, ey. Ich würde so gerne Bobo anrufen und sagen, ey, kannst du das mal in meinen Kühlschrank legen? Oder ich brauche nochmal einen Buff. Kann ich den per Telefon von dir kaufen? Ja klar, kannst du. Ja, easy. Zack, gekauft. Und dann hast du immer von die Amazon-Lieferung immer das Ding hier. Muss nicht mehr zu Bobo extra hingehen. Gut. Shit, ich dulli. Ich habe gerade Geld verballert. In 2 Stunden. Und das hält nur 2 Stunden. GG. Dann laufen wir natürlich gerne nochmal hier hin. Ah, ist das doch schön, oder? Ich hasse es, dass es nicht den ganzen Tag wirkt. Da habe ich ein bisschen zu schnell mich vorbereitet. Mein eigener Fehler, ja. Deswegen ist jetzt ein bisschen Geld weg. Oder ist er doch noch da? Aber ich glaube nicht. Nee, ist weg. Unlucky. Unlucky. Deswegen immer, Leute, nachdenken. Sogar egal, wie gut man im Flow ist und egal, wie gut man etwas ist, immer einmal nachdenken, bevor man es macht. Ist einfach so. Ist dadurch leichter alles. Weil manchmal macht man die ganze Zeit immer dasselbe oder man weiß schon, was es ist und man denkt so, ach, wieder die gleiche Leier. Aber wenn man trotzdem manchmal einmal kurz überlegt, dann merkt man auf einmal, stimmt.
Weil gerade wie immer dachte ich schon, es ist schon bereit zum Kämpfen. Ich kaufe es, ich trinke es und dann zack, easy. Nee. So ist nicht. Gut. Dann wäre ich Randy, Trendy Man. Gut. Taktik, 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 Taktik. Also, sein Ausdauer ist, glaube ich, seine größte Schwäche, worauf ich gehen kann, weil ich glaube nicht, dass es viel herstellt zwischen den Runden. Vielleicht nur 5, maximal 10. Weil wenn schon so ein Buff, der wirklich kostet, dir 25 gibt, ist das niemals 25, sonst wäre es ja broken, wie bei mir davor. So, worauf geht er? Erfolgreiches Ausweichen, dann kriegt er dadurch eine Initiative wieder her. Das kostet eine Initiative. Oder das, aber eins kann er auf jeden Fall kostenlos machen. Und dann kostet das ihn immer 3 Ausdauer, speziell das hier. Gut. Was haben wir hier noch? Zurückwerfen, wenn... Achso, allgemein. Okay, gut. Also Ausweichen selber sollten wir nicht spielen. Der wird uns zurückstoßen. Und er weicht sehr viel aus. Und er hat nochmal solche Schläge. Also sollten wir unbedingt auf Defense gehen. Das heißt, die erste Runde vielleicht mal offensiver gehen. Und danach würde ich sagen... Vielleicht den Tonus benutzen. Oder direkt den Tonus. Ich glaube, wir machen direkt den Tonus. Die erste Runde schön 9 Tonus weg, gib ihm. Genau, ja. Rauft er? Viel Leben hat er nicht. Zack, zack. Wir haben gute Initiative, deswegen können wir ihn schön zurückdrängen, weil er wird uns eh zurückdrängen. Oh. Geil. Oh mein. Der kann halt nicht ausweichen. Und wenn ich blocke, kann er mich nicht zurückdrängen. Alter, ist das Count. Ich habe ihm gerade so viele Tritte gegeben, der war einfach... Der war komplett chancenlos. Autsch, das muss wehtun, du. Das muss wehtun. Ja gut, dann mache ich so weiter, wa? Vielleicht mache ich einen weg. Ah ne, dann verliere ich die Offensive. Vielleicht kann er mich dann zurückdrängen. Weiter. Ah. Jawoll. Zack, Junge, ich kann auch zurück. Komm her. Zack. Gut, da wir Counter waren, vermute ich deswegen war es so leicht. Ich glaube, der ist sonst sehr stark, wenn man nicht ihn komplett countert. Und wir haben das voll. Wunderschön. Hey, mein Sohn. Okay. Mr. Barry. Du bewegst dich in dieser Liga wie ein Liebhaber beim ersten Date, was? Alter. Junge, die Witze. Immer schön langsam, Mann. Du willst sie doch nicht verschrecken, oder? Alter, dieser Move ist so... Wie auch immer, eines Tages wird das alles dir gehören. Hör zu, es gibt eine Sache, bei der du mir helfen kannst. Die Grundwerte der Liga stehen auf dem Spiel. Steht das in meinem Vertrag? Junge. Das ist jetzt die Frage. Man kommt nicht so leicht an so viel Geld wie er. Er ist schon nicht 100% clean. Vom Karma, sage ich mal so. Und dann auch, dass er sagt, das wird bald alles dir gehören. Die Frage ist, in welchem Sicht, also Sinne und in welcher Sichtweise. Also, oder ich übernehme sein Zeug und er will mich anlernen. Oder er meint, keine Ahnung, vielleicht die Liga nur. Indirekt so von wegen dich hochreden, aber eigentlich will er alles kontrollieren. Trau niemanden über den Weg. Wir kennen ihn noch nicht. So, jetzt die Frage, ignorieren oder was machen? Also nachfragen tut ja nicht weh. Ich hoffe, das Spiel ist nicht so. Das heißt, wenn ich nachfrage, heißt das automatisch ja. Ich will nur nachfragen. Vielleicht will ich ja nicht akzeptieren. Also, was ist denn los? In der Liga, meiner Liga, ich meine der besten Liga der Stadt, haben wir ein paar Typen, die denken, sie könnten betrügen. Ist nicht wahr. Wir werden jeden einzelnen von ihnen erwischen und wir werden ihnen so eine Tracht Prügel verpassen, dass sie auf den Knien liegen und jammern werden. Was zum Teufel ist da gerade passiert? Wir können uns nicht einmal mehr an die letzten 4 Jahre unseres Lebens erinnern. Fuck. Du hast ein Auge für eine gute Prügelei. The fuck. Aber wir müssen vorsichtig vorgehen. Zumindest bis wir herausgefunden haben, wer dahinter steckt. Sprich mit meinem jungen Bobo Junior. Ich glaube, er hat ein Gerät, das uns helfen wird, diese Betrüger aufzuspüren. Willst du mich verarschen? Verstanden. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Sprich mit meinem jungen Bobo Junior. Ist das nicht derselbe, der mich angeboten hat, also geheim, meine GP-Werte zu hacken, dass wenn ich gewinne, ich mehr bekomme? Was illegal ist, weil wenn man gefunden wird, hat ja der Wachmeister gesagt, dass man dafür die Todesstrafe bekommt, wenn man betrügt oder hackt. What the fuck? Also willst du mir sagen, der Betrüger oder der Hacker ist sein Mitarbeiter oder sein Bekannter, ne? Das heißt, der Betrüger, also Hacker-Betrüger, soll herausfinden, wer betrügt. Wow. Das ist auch was Neues. Okay, gut.
Du, jeder hat seine Fäden, ne? Na gut. Ich muss erstmal was Neues kaufen. So, das Grappling. Greife das Bein des Gegners nach einem erfolgreichen Block und erhöhe seinen Energieverbrauch. Genau, das Wichtigste gerade. Das ist das Wichtigste von allen. Jetzt haben wir ordentlich Drain für den Gegner, aber wirklich ordentlich. Solange er nicht ein Biest ist mit komplett regenerieren. Easy. Eine Maikartoffel in meinen Garten, warum? So, kann ich da rein? Ne, kann ich nicht. Aber ich glaube, ich kann da mit ihm reden. So, denn das nächste Einschreiben kommt später. Danach kommt der Cyberdude. Boxer. Mit Fliegenfänger-Taktik. Kampfstil, der sich darauf konzentriert, Ausweichmanöver zu kontern und den Gegner in die Seile zu drängen. Easy, Junge. Ich blocke, ich bin eine Wand. Das ist mir so scheißegal. Und den Rest gucke ich mir an, wenn der Fight soweit ist. Der hat kaum Initiative. Das heißt, wenn wir theoretisch einen Stil hätten, der ständig Initiative klaut, dann würde er nie drankommen. Er wäre immer nur die ganze Zeit am Zugucken oder nur am Verteidigen. Easy. Okay. Das ist schon mal interessant. Dann würde ich sagen, wir haben bald da Training. Aber wir müssen mit Lil Bobo sprechen. Dann gehen wir da mal hin. So. Ah ne, Lil Bobo Junior, ne? Ah ne, doch. Onkel Barry sagte, dass du könntest mir ein Gerät, mit einem Gerät helfen. Mein Gott, ey, Zunge. Ich brauche etwas zur Verbrechungsbekämpfung. Ganz ruhig, leise. Keine Rede über Verbrechen in Gegenwart meines Vaters. Stimmt, du bist ein guter Junge. Ich sagte, Verbrechen bekämpfen. Es gibt eine Zeit und einen Ort für so etwas. Das Verlassene Haus nach Einbruch der Dunkelheit. So, also im Endeffekt, der damalige Big Bobo war ein Schläger. So. Und dann Bobo, wahrscheinlich sein Sohn. So. Vermute ich mal sein Sohn. Also, denke ich mal so, ne? Oder vielleicht Onkel, keine Ahnung, oder was auch immer. Aber eigentlich sagt man ja Big Bobo Bobo und dann Lil Bobo, genau. Immer runter. Das heißt, ich vermute, das ist der Sohn oder vielleicht der Bruder, mir egal. Weil der eine einfach vielleicht größer war. Oder vielleicht heißt er nur noch Bobo und er hat kein Big mehr davor. So, der ist also jetzt ein richtiger, ja, Chef geworden mit seinem eigenen, ja, legalen Schleimfirma. Und dann sein Sohn. Und der Sohn, der arbeitet zwar hier, aber hat aber keinen Bock, ständig hier zu sein. Weil er nicht im Schatten stehen will oder sein eigenes Ding tun will. Aber sein eigenes Ding ist hacken. GG. Okay. Und hier, ist es nicht Matrix? Also sieht so aus, extra grün halt, ne? Der Matrix-Code vielleicht ständig runter. Na gut. Dann haben wir das. Wir sollen also später nach da hinten kommen. Habe ich verstanden. Wird gemacht. Dann gehe ich so lange trainieren. Und unterrichten. Ich glaube, das ist das Beste, was ich tun kann. So. Dann wieder den Tonus raufballern, ey. Junge, Junge, wir brauchen echt irgendwas, was noch schneller den Tonus raufhilft. Also es wäre nicht schlecht, wenn trotzdem das sich füllen würde. Aber nur halt langsamer. Vielleicht um die Hälfte. Ein bisschen traurig. Okay, da hat er keinen Bock mehr drauf. Kann ich voll nachvollziehen. Kurz einmal nach dem Essen schauen. Wir wollen ja vergleichen. Nee, ist auch 15. Okay, da habe ich mich verguckt. Dann ist das mein Fehler. Ausruhen? Noch nicht. So, wo können wir noch grün farmen? Hier. Aber hier sind drei Stück grün. Okay, egal. Ich hätte gerne noch eine Variation mit grün oder so. Ja, das reicht. Ich brauche auch noch ein bisschen Energie. So, einschreiben. Ich gehe direkt auf den nächsten Dude. Mir egal. Du zahlst 212. Es wird langsam ein bisschen teurer, muss ich sagen. Ja, gut, dass ich Trainer bin, ganz ehrlich, aber sowas von. So, dann schlafen wir noch ein bisschen. Ich hoffe, die 3 Stunden reichen. Ja. Ist besser geworden, ja. Die Moral nehmen wir mit. Gut. Und dann noch ein bisschen mehr laufen. So. Perfekt. Was nicht perfekt ist, ist, wir müssen einmal leider so essen. Und dann Sandwich. Ja, haben wir noch genug. Wird schon reichen. So, Jungs. Wir wollten ein bisschen trainieren. Zack. So, Zeit fürs Training. Aber natürlich, wir sind bereit fürs Training.
Jawohl. Randa, Jungs. Randa, Randa, Randa. Das ich könnte wahrscheinlich wieder 400 Tacken hier mitmachen. Machen wir noch einmal. So. Haben wir eine gute Übung. Yo, tritt in die Rippen. Dreimal. 25%. Das gefällt mir. Wir reden erstmal ein bisschen. So, und dann machen wir die Übung zusammen. Schöne, gute, alte Übung. Tritt in die Rippen. Klassiker. Okay, das dauert ein bisschen länger. Genau. Okay. Ich bin aber noch nicht ganz sicher, ob 25% gemeint ist von dem, wie viel man schon hat oder nicht. Da bin ich mir halt nicht ganz genau sicher. Oh, warte, warte. Shit. Juli. Ich muss jetzt mal was essen. Sonst kommt hier nichts bei raus. So. Genau, sehr schön. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Genau. Sehr schön. Einmal noch. Und dann seid ihr die Besten. Wunderschön. Dankeschön. Gutes Training. Guter Umsatz. Perfekten Einklang. So, dann essen wir mal. Ah, nee, erstmal erholen wir uns und dann essen wir. Und dann kommt schon bald die Polizeiarbeit. Ey, alter Schwede. Dann können wir endlich mal testen, wie viel die Papier... Oder die Papiere, wie schnell die jetzt gehen, eher gesagt. Genau. Das erste, was ich auch noch machen will, ist, ich will endlich mal das umstellen. Gut, Emmett, gib mir das mal her. So, wo ist er denn? Da. Ich stimme reduzierten Zuwächsen in und erhöhter Dings zu. Ah, oh mein Gott, ich dachte schon so, hey, wieso geht das nicht? Interessant. Leute, man kann beides machen. Jetzt ist die Frage... Ich kann das doch kaufen und an- und ausmachen. Dann lohnt sich das ja alles zu kaufen. Richtig? Nee. Wieso hat es keinen An- und Ausschalter? Jetzt die Frage, wenn ich aber alles habe, ist es trotzdem ein Stück mehr bei allen gleichzeitig? Oder ist das alles dann neutral und ich habe einfach nur Geld rausgeschmissen? Das weiß man halt nicht. Das müsste man testen. Aber schwul, na gut. Ich hätte mir gewünscht, ich finde, die sollten das auch noch nachpatchen, weil ich finde, sowas sollte drin sein, dass man an- und ausmachen kann, weil es ist genau perfekt zu sagen, ich will jetzt Gewandtheitsfokus haben, weil man fokussiert sich richtig nur auf Blau, so wie jetzt, wenn man sich beim Training nur auf Arme fokussiert oder so. Genau sowas, nur halt an-aus. Schade. Hätte das ein bisschen cooler gemacht, aber dann ist es halt so, ne? Man kann ja nicht alles haben. Also, wie viel kriege ich jetzt? Ja, schon mal ordentlich mehr. Ja, merkt man, wie es vorangeht. Dafür, dass es Stufe 18 ist. 100%. Wir machen das noch voll. So, Stufe 19. Zack, easily. Dann nochmal ein bisschen pennen. Ein bisschen Snack. Auf zur Arbeit. Zack, wunderschön. Kätzchen streicheln. Jawohl. Und dann machen wir den Papierkram. Ich will sehen, wie weit wir vorankommen. So. Ja, ja. Würde passen, ne? Ja. Immer ein bisschen zu Fuß. Tut auch gut. Wäre cool, dass wenn man sich zu Fuß fortbewegt, dass deine Ausdauerleiste allgemein sich erhöht oder alle deine Werte. Dafür, dass du halt Sport machst, ne? Aber allgemeine Ausdauer sollte damit besser werden, dass man nicht die ganze Zeit durch die Stadt läuft. Würde nur Sinn machen. So, zieh dich an. Wir brauchen Hauptsache blau. Okay, das ist alles blau. Das ist nur blau. Ja, komm, machen wir den Western-Simulator. Der Western-Simulator. Ein neuer Witz ist da. Ja, komm, den gucke ich mir jetzt an. Erstmal alles löschen hier. Komm, gib her.
Wer ist besser, derjenige, der das ertrinkende Kind gerettet hat oder derjenige, der es ins Wasser gestoßen hat? Die Antwort lautet derjenige, der mehr GPP hat. Alter, der war schlecht. Aber auch Flachwitze müssen sein, ne? So richtig dreckige, schlechte Flachwitze müssen auch manchmal sein, wo du denkst, Alter. Manchmal sind die so schlecht, dass sie wieder gut sind, oder sie sind einfach nur scheiße, aber müssen auch mal sein, um dich wieder auf Null zu bringen, damit der nächste Witz besser ist. Oh Mann. Okay, sozial sind wir ein bisschen am Arsch. Dann machen wir halt ein bisschen. Aber ich mache nur bis 40 erstmal. Ich kann mir das nicht leisten, mit den Typis ein bisschen zu viel da zu sitzen. Überhaupt nicht. Aber vielleicht, wenn ich das jetzt noch zweimal mache, kann ich mich schön an den Tisch setzen. Aber ich glaube, ich mache mal lieber wieder Papierkram. Nee, erstmal was essen. Das letzte. Oh, okay. Ich brauche Nachschub. So, machen wir den mal. Und dann würde ich sagen, haben wir das, ne? Jawohl. Sehr gut. Jungs, diesmal war ich fleißiger. Jetzt können wir schön Karten spielen. So viel ihr wollt. Jawohl. Sehr schön. Der Dienst ist vorbei. Oh, was ist los hier? Achtung, Wachtmeister. Oh, es hat wohl keinen Sinn, so zu tun, als wäre ich auf der Toilette. So wie Britney eine Sängerin zu nennen? Das ist richtig, Officer. Ganz genau. Also, was gibt's? Du gehst auf einen anderen Einsatz. Oh, na toll, wohin siehst du mal? Das ist der interessante Teil. Es ist deine Wohnung. Was, wie? Naja, nicht ganz deine Wohnung. Die Nachbarn riefen an und sagten, sie hätten etwas Verdächtiges gesehen. Sieh dir das mal an. Oh, danke, Wachtmeister. Bin schon unterwegs. Lol, bauen die etwa echt den Comic ein, wo Rorschach bei jemandem Reichen einbricht, um ihn halt zu kriegen, weil er, ich glaube, da war. Also ich kenne die Geschichte nicht ganz von dem Film oder auch von den Comics, nicht mit Rorschach, mal gucken, wie spricht man den aus, Junge. Mein Gott, der hat aber auch einen Namen, du. Warte mal hier, wo ist die Liste? I need the Liste, da. Rorschach, genau. Oder Rorschach, je nachdem, wie man ausspricht. Auf jeden Fall diesen Helden, nennen wir den so. Der Mann mit der Maske, genau, so nenne ich ihn jetzt. So, wo er da ja einbrach, um die Leute zur Rede zu stellen oder zur Gerechtigkeit. Mit seiner eigenen Macht sozusagen. Ob die das hier genauso einbauen, das wäre ein geiler Easter Egg. Einfach komplett, der ist ja schon eh hier drin, dann noch die Story nach einbauen. Geil. Also, die Typen rasieren, sag ich mal ganz ehrlich, so die Spielemacher. Die machen schon sehr vieles richtig. Gut, dann wollen wir mal ein bisschen nachkaufen. Gut, dann wir brauchen ein bisschen mal wieder Moral, würde ich sagen, ne? Kaufen wir zwei davon. Zack, zack. Denn wir wollen nicht schlafen. Und ein bisschen was essen. Zack, zack. Ganz genau so. Der Fight ist ja noch nicht, deswegen brauche ich auch noch nicht den Trank. So, wir brauchen ein bisschen Moral eigentlich. Aber wir gehen jetzt mal ins Apartment. Ich will erstmal das klären. Vielleicht ich eine Belohnung. Polizei, stehen bleiben. Boah, sieht das cool aus. Ey, fucking hell. Keine Antwort. Diese Stadt hat Angst vor mir. Ich habe ihr wahres Gesicht gesehen. Ich habe gesagt, du sollst stehen bleiben. Jetzt will ich dein wahres Gesicht sehen, verstanden? Die Straßen sind Gossen. Und die Gossen sind voller Blut. Klingt ein bisschen düster, aber ich glaube, du bist nah dran. Aber du bist in Privateigentum eingebrochen. Wenn du nicht noch mehr Ärger haben willst, dann... Der angesammelte Dreck all ihrer Lügen und Schurkereien stehen ihnen bis zum Hals. Und alle Kurtisanen und Politiker schauen hoch und rufen, rette uns. Na gut, Drama Queen, das ist die letzte Warnung. Klingt, als hättest du einen schweren Tag. Wir werden dir die Hilfe besorgen, die du brauchst. Und ich werde Nein flüstern. Na toll, du lässt mir wohl keine andere Wahl. Oh fuck, Refight, ey. Holy shit. Okay, mal gucken, ob wir es wieder schaffen oder nicht. Gut, dass wir vorher trainiert haben, ey. Holy moly, ey, du. Okay. Das war ja ein Ausdauerkampf, ne, gegen den Typi. Die Ausweichchancen, nix da. Oh. Okay, okay. Pass auf. Das hier hin. Das hier hin. Das hier hin. Weil der letzte, der wird immer switchen. So.
Feind zurückdrängen oder erhöht die Chance, gegnerische Blöcke zu durchdringen. Zu durchdringen ist wichtiger als zurückzudrängen. Gut. Nach Blocken erhöhen und allgemein erhöhen. Junge, Junge, Junge. Ich hoffe, ich klaue ihm sehr viel Energie. Das ist nämlich das Beste, was ich tun kann. Ich glaube, ich mache eine erste starke Runde. Ich glaube, das ist das Beste, was ich tue. Volle Pulle, würde ich sagen. Volle Pulle. Oder lohnt sich das vom Damage her? 19, 20, 10, 9. Okay, das machen wir in der nächsten Runde. Wir gehen jetzt noch volle Pulle rein. Den Block lasse ich erstmal so. Und erst wenn ich regeneriere, mache ich den guten Block hin, damit der Tonus nicht zu schnell weg ist. Und rauf da. In meiner Wohnung. Oder eher gesagt bei den Nachbarn. So, das war schon mal nicht schlecht. Zack. Zack. Zack, Junge. Jawohl, die kommen gut durch. Guck mal, wie seine Ausdauerleiste weggeht. Leck mich am Arsch, Junge. Boah. Okay, jetzt sind wir natürlich am Arsch. Verständlich. Gut, dafür nehmen wir natürlich jetzt das, weil es weniger kostet und nur unseren Tonus. Und dann gehen wir schön auf Regeneration. Und dann machen wir nur den kleinen Schlag rein, weil der kostet ja auch weniger Ausdauer, ganz genau. Und wir haben zwar natürlich keinen Buff, was ein bisschen schade ist, aber besser als nichts. So, jetzt regeneriere bitte ein bisschen, genau, bevor du angreifst, das ist wichtig. Sehr schön, klau ihm die Energie. Das machst du gut. Wunderschön, die Angriffe kommen auch gut durch. Also dieser Buff, da stehen keine Prozente, aber man spürt ihn, wie oft man durchkommt, weil er hat viermal Block und ich komme da gut durch. Gut, mache ich nochmal regenerieren oder reicht schon einmal so? Ich lasse das so. So, da wir jetzt nicht mehr regenerieren, gehe ich jetzt mal wieder auf den normalen Block. Hey, wie langsam mich das füllt. Das wird brauchen. Aber das werden wir, glaube ich, überall einsetzen. 100%. Zack, schöne Blocks. So, wir sind dran. Auf da. Wunderschön. Komm noch einmal da durch. Oh. Harte Schläge. Okay, er hat vieles weggetan. Dann würde ich sagen... Gleiche Taktik. Und auf da. Sollte nämlich reichen. Genau. Sehr schön, guter Sieg. Und auch wichtiger. Da hast du es, du Gruseltyp. Drei Dinge sollst du dir merken. Du sollst nicht in die Wohnung anderer Leute einbrechen. Du sollst nicht in die Wohnung eines Polizisten einbrechen. Und vor allem, du sollst nie... Nee, sollst nicht in meine Wohnung einbrechen. Na gut. Statusbericht, das Wolkenkratzer-Apartment ist sauber. Gut gemacht. Übrigens, was die Streifen angeht, was jetzt? Entspann dich, das hier wird dir gefallen. Wie läufst du? Nun, ich setze einen Fuß vor dem anderen und dann den anderen. Und dann mache ich das so lange, wie es nötig ist. Das sieht in etwa so aus. Toppenmodel. Ja, ja, sehr lustig. Mit welchem Fuß fängst du an? Mit welchem? Verdammt, ich glaube. Rechts oder links? Rechts, ja, ich denke ich. Also, jetzt zu jung, ich. Ich weihe dich in ein altes Polizeigeheimnis ein. Ich selbst kann es in den angebrachten meiner Umstände nicht mehr gebrauchen. Du meinst, weil du keinen Körper hast? Ja, genau. Wie auch immer, merke dir diese Worte gut. Beginne das Gehen immer mit dem linken Fuß. Immer. Ist das das ganze Geheimnis? Probier es einfach mal aus, wenn du das nächste Mal auf der Streife bist. Ganz ehrlich, es wird dir dann alles schneller gehen. Okay. Das ist der zweite Bonus. Sehr gut. Seltsam, aber es funktioniert. Polizistenweisheit. Fang immer mit dem linken Fuß an. Die Patrouille wird jetzt schneller gehen. Cool. Hat funktioniert. So. Gut, dann müssen wir noch mit dem labern. Und dann sollte es passen. Aber was stand da nochmal? Halt, da. Du sollst mal den Alarm anstellen. Ja. Gut, ey. Junge, Junge, was ein Part. Ich würde sagen, ist ein guter Stopp hier. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.